Seit Anbeginn der Zeit gab es am Himmel einen Mond, dessen silbernes Licht die Nacht erhellte. Dieser Mond war nicht einfach nur ein Himmelskörper, sondern die Verkörperung der Göttin Selene. Sie war die Hüterin der Nacht, die mit ihrem sanften Licht die Dunkelheit durchdrang und den schlafenden Menschen Trost spendete. Selene war einsam in ihrer himmlischen Pflicht, doch ihre Liebe zur Erde und dessen Geschöpfe hielt sie stets in ihrem Lauf. Eines Nachts, während Selene ihren ewigen Pfad am Himmel zog, entdeckte sie ein außergewöhnliches Licht auf der Erde. Es war das Feuer eines sterblichen Hüters namens Lunaris, dessen Flamme so rein und strahlend war, dass sie sogar Selenes Mondlicht widerspiegelte. Fasziniert von diesem Licht und dem Mann, der es hütete, begann Selene Nacht für Nacht auf Lunaris hinabzublicken. Schließlich von Neugier und Zuneigung überwältigt, sandte Selene einen Strahl ihres Lichtes zur Erde hinab und erschien Lunaris in einer Gestalt von unvergleichbarer Schönheit. Die beiden verbrachten viele Nächte miteinander, teilten Geschichten und Träume, bis ihre Herzen untrennbar miteinander verbunden waren. Doch obwohl ihre Liebe so stark war, trennte sie die unvermeidliche Kluft zwischen Göttin und Sterblichem. In ihrer Verzweiflung suchte sie den Rat des mächtigen Gottes Kronos, der über die Zeit und das Schicksal gebot. »Große Kronos«, flehte Selene, »hilf uns, einen Weg zu finden, für immer zusammen zu sein.« Kronos, der die Tiefe ihrer Liebe erkannte, aber auch die Macht der Götter bewahren wollte, stimmte zu, ihnen zu helfen. Jedoch nicht ohne Hintergedanken. »Eure Liebe wird euch verbinden«, sagte er, »aber um den Preis, dass ihr beide euren Platz am Himmel einnehmt.« Mit einem mächtigen Fluch verwandelte Kronos Lunaris in einen zweiten Mond. Gleich schön und strahlend wie Selene. Doch anstatt sich für immer zu trennen, ließ er sie in einer ewigen Umarmung umeinander kreisen. Jede Nacht, wenn der Himmel dunkel wird, tanzen Selene und Lunaris umeinander, so nah, dass sich ihre Lichter vermischen und doch nie in Berührung kommen. Die Menschen, die in klaren Nächten zum Himmel aufblicken, sehen die beiden Monde, die wie Liebende umeinander kreisen. Sie wissen, dass diese Bewegung ein Symbol für die ewige, aber unerfüllte Liebe zwischen Selene und Lunaris ist. Eine Liebe, die so stark ist, dass sie die Himmel erleuchtet, aber die Götter gezwungen hat, ihnen einen bittersüßen Platz am Himmel zu geben. So leuchten sie, Nacht für Nacht, umeinander kreisend, ihre Liebe unvergänglich und dennoch unerreichbar. Ein ständiger Tanz der Sehnsucht, der das Firmament erhält und die Herzen derer berührt, die von ihrer Geschichte erfahren.